Mumu Magic Gate Week. So, und damit, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Antioch sowie Genies of Time. Mumus Magie verliert ihre Wirkung, als wir hier versuchen, nach Kakarik Village zu kommen. Und ja, damit verlassen wir jetzt den Todesberg, denn hier haben wir jetzt alles gesammelt. Beim letzten Mal den ganzen Rest vom Schützenfest. 100 Noten, 10 Puzzleteile, 2 leere Honigwaben. Das ist alles, was man hier kriegen kann. Wir haben wahrscheinlich irgendwo Mumu-Schild vergessen, aber um die geht es mir tatsächlich in diesem Playthrough nicht. Wenn ich die alle sammeln wollen würde, dann hätte ich auf jeden Fall die Retro-Achievements mit eingebaut und dann hätte ich wahrscheinlich auch live gezockt. Aber wie gesagt, ich wollte es mir jetzt erstmal so angucken, ohne die ganzen Achievements, um zu gucken, ob es mir überhaupt gefällt, aber ich bin bisher hellauf begeistert von dem Spiel, von diesem Hack, von dieser Mod besser gesagt. Da zwischen Hack und Mod ist ja immer noch ein bisschen Unterschied. Man könnte jetzt sagen, es ist ein Hack, aber ich sag mal so, der Entwickler dieser Mod nennt sich selbst Kirkomods, also nenne ich mal, es ist eine Mod. Und meine Vermutung ist ja, dass wir nach dem Todesberg jetzt zum Sora-Reich müssen. Zumindest ist es so in Ocarina of Time, im richtigen Ocarina of Time. Wir können uns auch hier schon im Hyrule-Field umgucken. Wir haben ja die Flugplatte, wir können es Nacht machen lassen. Und ein paar Orte, die nur dann verfügbar sind. Was ist das? Okay, da kann man... Kann man da hochklettern? Warte mal. Ja, Tatsache, was ist denn hier? Ist auch neu. Oder nicht? Ah, die Notentür direkt. Ist hier das Puzzlebild oder wie? Er ist Glückstreffer. Ist das echt das Puzzlebild? Warte mal, hier ist es doch bestimmt irgendwo. Ja, Tatsache, sowas Domain, sehr gut. Das ist doch schon. Hier ist aber bestimmt noch was, wartet mal. Irgendwo. In irgendeiner Ecke, oder? Nicht? Schade. Ja, dann gehen wir einfach mal hier hin. Zack, geben da 7 Puzzleteile ab. Und öffne die nächste Welt. How did you two get this far? You're so incompetent. It's bizarre. Wir werden dir, wir werden auch diese zweite Hälfte dieser dummen Mod schaffen und dir dann in den Arsch treten, Grunty. Da lacht sie nur. Komm da hoch. Kann ich verstehen, oder? Okay, da sind Bienen in freier Wildbahn. Muss ich aufpassen, die greifen mich nämlich an, wenn ich da jetzt zu nachher gehe. Geht da? Aber ich könnte einfach hier rüber gehen. Der Wundererbsenverkäufer ist leider nicht da, auch kein Octorok. Aber bei denen bin ich ganz froh, dass sie nicht da sind. Ah, hier ist der Wundererbsenverkäufer, der hat sich nur ein bisschen anders orientiert, scheinbar. Zack, weg mit euch. Es laggt gerade ein bisschen. Jetzt müssen wir mal so hoch, zack, weg mit dem. Und noch direkt. Warte mal. Was so rum, oder? Wow. Warte, das Ding schießen wir mal ab da. Kazooie, do you think someday I'll have my fair rendered in real time? Solange ist die. Solange ich 3D-Feder kriege? Ja, okay. Okay, da geht's da hoch. Scheinbar. Damit. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Mumu-Schädel, okay. Mit dem Ding. Haben wir da noch eine Höhle oder so? Hier sind auch noch Bienen, ne? Und Bienenstock sogar diesmal. Aber hier war aber auch gerade noch irgendwas. Hier kann man hochklettern. Bin ich gerade irgendwo ein Whiplash oder so? Whipwreck oder so? Da. Ah ja, den muss man hier wegmachen, um hochzukommen, okay. Muss ich jetzt auch tatsächlich, weil ich da wieder hoch möchte. Denn dann können wir wieder zurückspringen einfach. Einfach ein bisschen umgucken hier, ne? Wenn er sich hier schon so viel Mühe gibt, auch das hier zu bonnen. Was ist das denn? Sind diese Muscheln? Soll das Octorok darstellen? Könnte sein, ja. Ah, ich bin mir da nicht sicher, ob das Octorok wirklich sein sollen. Ach, dann scheiß drauf. Viecher soll mich nicht nerven, ey. Oh Gott. Bin vorbei. Da ist die, die schwarze Krabbe. Das haben wir ja schon geöffnet, ne? Ist da noch was? Da ist eine Truhe, okay. Wow. Mit Momo-Schädel drin, oder? Also nur eine goldene Feder. Wo ist gut? Können wir ja gebrauchen. Ey, da ist ein Spiel. Da unten. Super Smash Bros. Für den N64, jawohl. Wo ich gerade schon beim Thema Retro-Achievements war. Könnten wir auch spielen mit Retro-Achievements. Will ich mir zutrauen auf jeden Fall. Aber das weg.
noch hier Schönes drin? Also hier geht's nicht zu viel verloren in den Wäldern, da war ein Gitter vor. Oberschädel. Was? Okay, ich kämpfe gibt's den Zieh kaufen, auch gut. Na, hier ist das Gitter vor, wie gesagt. Die DLC kaufen auch nicht schlecht. Ich hoffe, das war nur ein Gag und keine ernst gemeinte Aussage. Ich würde schon gerne gegen sie kämpfen hier am Ende des Spiels. Wäre auch blöd, wenn es nicht ginge, von daher. Da sind wir schon in Soras Reich, Freunde. Ging ja doch recht fix. Und wir fangen auch mit der Noten direkt an. Nächste Welt. Ich schätze mal, Yabu Yabus Bauch wird, oder Yabu Yabu und hinten die Quelle wird dabei sein noch. Hydrasee glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hydrasee könnte ich mir tatsächlich vorstellen mit der, dem Wassertempel zusammen vielleicht. Ich wollte das Ding kaputt. Ja, genau! Was soll denn der Scheiß jetzt? War nicht so gut umgesetzt. Okay, hier ist Schnee drin, oder? Hast du das richtig gesehen? Was war das denn? Oh. Geile Rutsche. Da ist ein Schneemann sogar da hinten. Ein paar Schneemänner sind hier sogar. Wir werfen die mich auch? Denke mal, oder? Oh oh. Ja, die werfen nach mir. Komm ich da nochmal hoch? Okay. Wir landen wieder am Anfang dieses Gebiets hier, oder? Hoffe ich jetzt mal. Ja, am Anfang des ganzen Reichs sogar. Okay, auch nicht schlimm. Zum Shop kommen wir ja schnell. Ey, dass man hier echt wirklich so selten stirbt, finde ich echt geil. Ehrlich jetzt, hier nicht übrigens noch ein Spiel übersehen habe. F-Zero X nie gespielt für den N64. Ich kenne tatsächlich nur das F-Zero für den Super Nintendo. Aber ich höre immer wieder, dass ja Fans der Reihe hoffen, dass es ein neues F-Zero bald mal gibt. Ey, springen, Kollege. Und den will ich natürlich gönnen, dass so ein neues kommt, ne? Ja, Alter, was ist denn das jetzt? Ist nicht gesprungen. Oh. Das war ein Tod oder nicht? Ne, es war... Es war kein Tod. Die Noten sind noch weg, alle noch im Besitz. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht trotzdem den verloren habe. Okay, dann, ja, aber die Noten haben wir noch auf jeden Fall. Aber man hat auf jeden Fall den Ton gehört, wenn man stirbt. Deswegen werde ich das als erster Tod tatsächlich in dem Spiel. Was soll das hier darstellen, bitte? Was soll das passieren? Das kommt mir sowas von unbekannt vor. So, nur eine goldene Feder. Ein paar... Ey, da rutschen die wieder weg. Gibt's doch jetzt nicht, oder? Das reicht aber auch mal langsam. So, neuer Versuch, Freunde. Wird Kazooie herlaufen? Nee. Ich komm nicht weiter springen, auf jeden Fall. Ist ja bekloppt, ey. Ey, Junge, ich hab gleich die Schnauze voll von dem Scheiß hier, ne? Ich will ja nicht mal sagen, dass dieses Ding hier schlecht programmiert ist oder so, aber ich kann manchmal einfach nicht springen. Schon hier am Ende jetzt einfach mal landen. Damit wir jetzt auch hoffentlich springen können direkt, genau. Einfach runter, bitte. Da kann ich jetzt auch gerne abwerfen, der Typ. Ist scheißegal. Aber die Noten will ich aber haben. Und da kann ich schon wieder nicht springen. Oh, ich schaff's noch, sehr gut. Vergiss es einfach, ehrlich. Ich schaff das schon noch heute, keine Sorge, Leute. Aber auf diesen kurzen Stücken kann er laufen, theoretisch, der Banjo. Einfach weiterspringen, ist mir gerade aufgefallen. Weil ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm, tatsächlich. So, hier kann er auch direkt weiterspringen. Wow. Ding im Weg. Das hat nur hier das Problem dann. Alter, ich rutsche fast wieder runter. Schatten, da ist er. Und da trifft mich das Vieh, alles klar. Ja, danke. Also ist mir das echt zu blöd hier. Ohne Scheiß. Kack Schneemänner, ne?
Und da schon wieder nicht gesprungen. Da schon wieder? Was ist denn das? Was soll ich denn da machen? Ich werde hier langsam echt weg, ne? Das wäre fast schon wieder. Ey, komm. Ja, und wie viel der tot? Ja, da kam wieder der Sound. Alles klar. Nimm mal beiden Minuten. Ich habe da gerade echt die Schnauze voll von dem scheiß Raum, ne? Ohne Witz jetzt. Wieso wird's? Ich hab natürlich weitergelaufen, das kann ich nicht so einfach cutten. Ist auch egal. So. Spring jetzt hoch da, Mann! Wir brauchen mal ein bisschen, bis er wieder springen kann, wenn er rutscht. Ich muss das schaffen hier, ne? So, das hätten wir. Die Note noch und dann haben wir es zumindest hier schon mal geschafft. Da war aber immer noch ein Momo-Schädel da oben hin, oder? Haben wir hieder noch schönes? Oh, die leere Honigwabe, okay. Die will ich auf jeden Fall haben. Gut zu wissen. So, ollen Schneemänner gehen mir so richtig auf den Senkel, ne? Ich dachte, die wären schon in Banjo-Kazooie nervig gewesen, aber die sind ja hier noch nerviger an der Stelle jetzt hier gerade. Ich werde auf jeden Fall jetzt das lange Ding da runterrutschen, um eventuell den Momo-Schädel hinten mitzunehmen. Wo war der denn jetzt? Da hinten, okay. Komm ich da rüber? Jawohl. Oh, bitte oben bleiben, Banjo, danke. Die Eier sind wieder voll. Ach man, Banjo! Was soll denn das jetzt? Ich stelle mir gerade vor, wie das hier einfach die einfachste Stelle ist, eigentlich. Und ich bin der einzige Mensch, der hier, oder der einzige Spieler, der hier so richtig struggelt. An der Stelle. Was gut sein kann. Also ist nicht auszuschließen, ne? Ihr Wichser, so. Alter, boah, Alter, was ist das jetzt gewesen? So, jetzt aber, komm mal bitte, Banjo, mach mal jetzt richtig hier. Hier oben bleiben, ich kann auch nicht die Richtung ändern, ne? Und einmal rutscht, der Kollege. Dann nehmen wir mit, direkt weiter, bitte. Dann haben wir es vielleicht jetzt gleich schon geschafft. Sind noch mehr Noten? Einmal nicht, ist da ein Puzzleteil am Ende wenigstens? Ja, immerhin. Oh, wie Gott, das in so einem Ding ist. Wir haben hier eine Flugplatte. Auch noch kaputt. Müssen wir die jetzt so alle kaputt machen? Achso, wir kommen direkt raus. Okay, ich dachte schon gerade. Müssen wir jetzt doch die Schneemänner alle besiegen? Das ist die Rutsche hier, ne? Ja, cool gemacht, dass man dann einfach hier oben wieder landet. Okay, ist okay. Endlich raus hier. Wir haben da, glaube ich, alles gefunden, ey. Jetzt habe ich da jetzt nichts mehr gesehen, was da noch sein könnte. Ich spreche jetzt überhaupt hier runter. Aber bitte hier. Oh, ich komme nicht durch. Scheiße. Da würde ich jetzt irgendwie noch weiter unten kommen, aber nicht. Flibbits. So. Tschüss, Flibbit 1. Endlich können wir mal richtig weitermachen, ihr Freunde. War jetzt echt peinlich, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, habt ihr den Hack hier, die Mod schon gespielt? Ich sag jetzt immer heute aus Versehen. Wenn ich Hack sage, Freunde, dann wisst ihr, was ich meine. Mach ich natürlich die Mod hier. Habt ihr die auch schon gespielt oder habt bis hierher gespielt? Jo. Nice. Weg mit dem Vieh, so. Da wieder Leben auffüllen. Ist hier doch irgendwie was im Wasser? Ja, da sind Noten. Ist hier sonst noch was im Wasser? Das ist die Leiter, da geht es wieder nach draußen quasi. Nehmen wir die Feder mit. Ich glaube, Eier brauchen wir keinen. Oh, warte mal, okay. Machen wir die doch gleich, warte mal. Kann ich den treffen von hier aus, hier oben?
Ja, ist die niedrig, schade. Da ist noch eine Note, die nehmen wir auch noch mit. Da wollte ich hin. Zu dem Typen hier. Ich hier Noten gesehen, aber hier ist einfach zu gebaut. Ja, da hinten ist, dahinter ist nämlich der Bienenschwarm. Was haben wir denn hier noch? Ist hier noch was versteckt irgendwo? Kann ja gut sein, ne? Oh ja. Aber da ist eine Tür vor, noch ein Tor vor. Mit einem blauen Ei drauf. Also wir müssen wahrscheinlich erstmal den richtigen Schalter dafür finden. Oder irgendwas kaputt schießen oder so. Warte mal. Jetzt kriegen wir ihn kaputt, oder? Hopp. Bäm, weg ist die olle Schrapnelle. Da unten ist auch noch was. Komm ich da durch? Sieht nicht so aus, ne? Da sind wir wahrscheinlich ein bisschen zu groß für. Sprich, es gibt hier eine Verwandlung. Nehme ich mal an. Ich habe gespannt, was es hier für eine Verwandlung geben könnte. Hoffentlich irgendwie so ein Rochen, so ein Manta-Rochen oder sonst was. Da will ich nicht drauf. Mit dem Teil. Kann ich noch gebrauchen, oder? Ja, jetzt ist glaube ich wieder voll erst. Die Viecher sind auch überall vertreten in dem Spiel hier, ne, in der Mod. Die Klacker. Die Gargora-Klacker. Oh, König Sora ist ein Whipcrack geworden, okay. Weg mit dem Frosch. Ich dachte, hier war jetzt da drin. Ich habe da gerade nur eine Wand gesehen. Ist jetzt in da oben auch? Ja. Hab ich sogar schon ein paar Mal getroffen anscheinend. Ja, du bist fake. Was sehen wir hier was von hier oben? Irgendwie? Ist hier oben noch was? Versteckt? Warum soll ich denn hier hingehen dann? Wenn nichts ist. Ja, auch nichts da. Okay, dann ich spring da lieber nicht runter. Vielleicht einfach nur ein kürzerer Weg nach unten, ich weiß es nicht. Da hinten noch? Nee, ist einfach nur der Weg nach oben. Den gehen wir jetzt auch lang. Hier scheint nicht allzu viel zu sein, wir müssen Mumbo finden halt, wo auch immer der ist. Da müssen wir auch durch mit der Verwandlung scheinbar, oder? Oh, da ist ein Felsen vor. Was mache ich da? Einmal so bitte. Zack, weg ist das Ding. Hier sammeln wir wieder Eier ein, denn die brauchen wir noch, schätze ich mal. Irgendwann. Oh, nice. Draconia-Musik. Aus Wind Waker. Was sollen die denn darstellen? Das sollen bestimmt die Manta sein, oder was soll es für Gegner sein? Hier kenne ich gerade nicht so wirklich. Ach, da ist aber einiges passiert, ne? Kann das sein? Jabu Jabu's Maul ist offen, da war Link halt drin. Okay, oh, da oben sind TNT-Fass. Bei TNT-Kisten. Da ist ein Mumu-Schädel drin gewesen. Glaube ich. Ich glaube, ich habe da Augen gesehen. Wo ich denn da hin? Ich glaube, es war eher so gedacht, oder? Von hier aus Licht abzuschießen und dann. Da komme ich nicht hoch. Hä? Kann ich jetzt verstehen? Aber warte mal, der Baum ist ja auch neu, oder? Der ist ein bisschen größer, als ich ihn kenne. Sagen wir mal lieber so. Alter, was ist denn hier alles los? Man kann ja hier richtig weit nach oben scheinbar. Aber da kann man wieder hochklettern da hinten, schätze ich. Da ist auch wieder so ein Rohr. Okay, das müssen wir uns auf jeden Fall noch genauer ansehen. Komm ich so da hoch? Nee. Safe nicht. Okay, wie komme ich an die Mumu-Schädel ran? So, gehen wir jetzt mal hier rein. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Alter, der hat hier lauter Sachen aus anderen Spielen gefressen, der Idiot. Hat hier eine Sega-Konsole oder was?
Hier ist da Sonic drauf, die Blöcke aus Mario, die Mütze aus Mario, Kisten aus Crash Bandicoot, Super Banjo Kart, Kirkomod 2018, One-Player Game, okay. Auch interessant, ey, Banjo Kart hätte ich echt gerne, ohne Witz. Dann ist hier noch ein Superstern drin, ein Powerstern, Yoshi, eine Drachenmünze, eine Feder aus Super Mario World, eine rote Münze. Aber aus welchem Spiel ist die rote Münze? Dürfte auch Mario 64 sein, ne? Ein P-Flügel? Alter, was ist hier alles drin? Die Tröten aus Majora's Mask? Was ist los? Och Junge, was ist denn diesmal falsch, Snowball? Mein Vater, Boggy, hat uns vor einer Weile verlassen und er ist immer noch nicht zurückgekommen. Wir sind hier schon ziemlich lang alleine. Wisst ihr, wo er hingegangen sein könnte? Ich denke, er sagte irgendwas über irgendwelche Wälder, verlorene Wälder und irgendeine Sorte auf einem versteckten Tempel. Keine Sorge, Groggy. Wir werden nach den Großen suchen und Ausschau halten. Machen wir doch quasi, oder? Na klar, keine Sorge. Wir werden ihn finden. Lebendig oder auch anders, irgendwie anders. So, hier sind übrigens die Tierkisten aus Donkey Kong Country. Akku-Kisten. Oh, ein Mumuschild ist hier. Hier sind irgendwie noch Würfel, wollte ich gerade sagen. Würfelblöcke aus Mario Party. Tetris-Blöcke, Bananen. Was sind hier? Press A auf dem Super Nintendo Controller oder was? Okay, hier sind noch mehr Tierfässer. Die Bongos von Goron Link. Und hier ist auch die Gitarre von Zora Link. Die habe ich gerade noch gesucht. Der Kessel kommt mir auch bekannt vor irgendwie. Weiß gerade noch nicht woher. Was ist denn hier noch für eine Mütze? Ach. Jetzt ernsthaft? So eine Tanuki-Mütze oder was? Was haben wir hier? Ah, verlorene Wälder. Warte mal. Rechts, links, rechts. Warte mal, rechts. Links ist ja dann nach oben quasi, wenn man dann lang geht. Dann nach rechts, wieder da lang, nach links. Geradeaus. Links, links. Ah, okay, ich verstehe. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu verhindern, dass Ocarina of Time Kenner den Weg ohne das richtig finden, denn eigentlich müsste man am Ende nach rechts gehen. Nicht nach links, also nach oben auf der Karte hier. Um zur heiligen Lichtung zu kommen. Das ist also wahrscheinlich der Hinweis für den nächsten Dungeon, für den nächsten Ort. Nehme ich an. Oh, Alter. Donkey Kong 64 ist hier und hier ist ein Schalter. Wo ist der? Ah, für die verlorenen Wälder, tatsächlich. Also geht's da wirklich weiter. Anschließend. Kong-Buchstaben, goldene Banane, Donkey Kong-Schlüssel. K-Wools Krone ist da auch drin. Ey, geile Sache. Was ist denn hier noch für ein Zettel? Okay, kann man nichts drauf lesen. Aber guck, wie ich an den Jinjo rankomme. Hey, wie komm ich da hin? Irgendwo eine Öffnung? Ja, dann würde ich ja sagen, wenigstens als Verwandlung noch, aber... Ah, hier vielleicht als Verwandlung durch, oder? Hier unten drunter vielleicht? Keine Ahnung. Dann komm ich da so ran. Nee, leider nicht. So, wir haben noch einen Hinweis hier. Wir sollen hier A drücken. Aber das will ich tatsächlich erst gerne beim nächsten Mal machen, Freunde. Das Geheimnis heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich danke euch fürs Zusehen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, dem Video noch einen Daumen nach oben zu geben und nicht die nächste Folge verpassen. Wie gesagt, vielleicht können wir auch Super Banjo Kart spielen tatsächlich. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basekasu.